und Jakob sind auf einer winzigen Insel gestrandet. Sie hatten weder Funkgerät noch Handy, konnten also keine Rettungskräfte über ihre Not informieren. Auf der Insel gab es keine Bäume, um ein Feuer für ein Rauchsignal zu machen, nur Sand und Felsen. Dann sah Sandra ein Flugzeug, das am Himmel kreiste und scheinbar nach ihnen suchte. Leider flog es zu hoch und der Pilot konnte sie nicht sehen. Zum Glück hatte Sandra eine geniale Idee. Und kurz darauf wurden sie vom Flugzeug eingesammelt. Was war Sandras Idee? Sie benutzte Steine, um SOS in den Sand zu schreiben. Chefermittler Kopernikus musste das letzte Bindungsglied in einem schweren Fall herausfinden. Dazu musste er in das Büro, in dem geheime Dokumente versteckt waren. Um die Tür zu öffnen, musste er aber den richtigen Knopf drücken. Es gibt drei davon. Einen gelben, einen grünen und einen blauen. Welchen Knopf sollte der Chefermittler drücken? Chefermittler Kopernikus muss den blauen Knopf drücken. Der sieht auch ziemlich abgenutzt aus, weil er öfter gedrückt wird. Außerdem klebt da ein Zettel mit einer Info. Der grüne Knopf ist für den Notfall und der gelbe schaltet das Licht im ganzen Gebäude aus. Wow, so einen Knopf hätte ich auch gern im Haus. Irgendwie hatte Amanda den Verdacht, dass ihr Freund Erik ihr etwas verheimlicht. Um dem auf die Spur zu gehen, brauchte sie das Passwort zu seinem Laptop. Zum Glück klebte ein Post-it auf Eriks Schreibtisch, aber das Passwort musste sie noch entschlüsseln. Apple Man Dawn. Kannst du das Passwort entschlüsseln? Richtig, es ist Amanda. Ihr Name ist sein Passwort. Die Geheimnistuerei war übrigens wegen Amandas Geburtstagsgeschenk, das Erik für sie ausgesucht hatte. Das war's dann wohl mit der Überraschung. Jan und Sven haben sich darauf geeinigt, einen ganzen Tag lang auf alle Fragen mit Ja zu antworten. Wer eine Frage nicht mit Ja beantwortet, verliert und muss dem anderen 100 Euro geben. Sven kannte eine Frage, die niemand mit Ja beantworten kann. Welche ist es? Sven wusste, dass niemand die Frage »Schläfst du?« mit Ja beantworten kann. Also wartete er, bis Jan eingeschlafen war und filmte ihn. Jans Schnarchen war zu hören, aber kein Ja auf Svens Frage. Leicht verdientes Geld. Jonas ist Verkäufer im Kaufhaus. Aktuell sind drei Personen in den Umkleidekabinen, die er bedient. Jana hat ein grünes Kleid, Sven eine Lederjacke und Skinny Jeans und Alex hat gerade eine größere Jeans angezogen. Einer der Kunden ist ein Alien. Jonas sollte schnell herausfinden, wer. Es ist Alex. Schau dir seine Füße an. Nur Echsenmenschen oder Aliens haben solche Füße. Julian musste ein sehr wichtiges Dokument finden, das er verloren hatte. Er sah alle Papiere durch und fand schließlich etwas, das wie das Dokument aussah, das er suchte. Doch dann stellte er fest, dass es vier Kopien dieses Dokuments gab, die alle gleich aussahen. Oder doch nicht? Erkennst du, welches das Original ist? Links oben. Das Dokument hat einen Stempel und eine Unterschrift und es steht Vertrag drauf. Die Kopie daneben sieht ähnlich aus, hat aber einen Fehler. Da steht Vertrag. Auf den anderen Kopien fehlt entweder der Stempel oder die Überschrift. Herr und Frau Moni lieben Kunst und sammeln gerne seltene und teure Stücke. Einst mussten sie auf Geschäftsreise. Als sie zurückkamen, stellten sie entsetzt fest, dass etwas Wertvolles fehlte. Sie riefen sofort die Polizei. Die Beamten waren verwirrt, denn es wurde kein Gemälde gestohlen. Warum waren dann Herr und Frau Moni so aufgebracht? Es fehlte ein Rahmen und der kostete mehr als alle Kunstwerke zusammen, denn er war mit Edelsteinen verziert. Maria ging im Wald spazieren und sah plötzlich ein sehr schickes Schloss.
Es war spät und sie dachte, sie könnte dort um eine Übernachtung bitten, aber es war das Schloss eines bösen Trolls, der keine Eindringlinge mochte. Maria wurde in eine dunkle Zelle mit zwei Wachen gesperrt, aber der Troll gab ihr eine Chance, sich zu befreien. Im Raum gibt es zwei Türen. Eine Tür führt in die Freiheit, die andere ins Verderben. Die Wachen wissen, durch welche Tür Maria in die Freiheit kommt. Eine Wache sagt immer die Wahrheit, aber der andere lügt immer. Maria weiß nicht, wer wer ist. Sie darf nur einem Wächter eine Frage stellen. Was sollte sie fragen? Maria fragt, wenn ich deinen Kollegen bitte, mir den Weg in die Freiheit zu zeigen, auf welche Tür wird er zeigen? Egal, wen sie fragt, er wird auf die verschlossene Tür zeigen, denn der, der lügt, zeigt auf die falsche Tür. Und der, der nicht lügt, zeigt auch auf die falsche Tür, weil sie vom Lügner gewählt werden würde. Und so weiß Maria, welche Tür die falsche ist und nimmt die andere Tür. Ein Mann ging zu einem Freund und sagte der Frau, dass er vor Sonnenaufgang zurück sein würde. Er rasierte sich und ging los. Er kam wie versprochen vor Sonnenaufgang zurück, hatte aber wieder einen dicken Bart. Wieso? Der Mann und seine Frau leben an einem Ort mit Polarnächten, die mehrere Monate andauern. Nancy und Mike wollten zum Rummel der Rätsel, der an diesem Wochenende in ihrer Gemeinde stattfinden sollte. Es war ein sehr beliebter Rummel, der durch das ganze Land tingelte und viele Leute anzog. Als die beiden ankamen, sahen sie eine lange Warteschlange. Es schien, als müssten sie ewig warten, um reinzukommen. Doch dann verließ der Ticketverkäufer sein Häuschen und ging an der Schlange entlang. Er sagte, dass er jedem ein Rätsel geben würde und weil es sich um den Rätselrummel handelte, würden diejenigen sofort reingelassen, die es richtig beantworten konnten. Das Rätsel lautete wie folgt. Ich bin der Anfang der Ewigkeit. Ich bin das Ende der Tage und Orte. Ich bin der Anfang von jedem Ende. Ich bin das Ende aller Städte. Was bin ich? Die Antwort lautet der Buchstabe E. Nancy und Mike waren so froh, dass sie die Antwort wussten und rein durften, ohne lange zu warten. Aber trotzdem mussten sie natürlich ihre Tickets selbst bezahlen. Und die waren ziemlich teuer. Der Verkäufer bot ihnen ein neues Rätsel an. Wenn sie es lösen könnten, würde er ihnen 50% Rabatt geben. Ich habe eine Anzahl X von kandierten Äpfeln. Wenn ich sie durch 3 teile, bleiben 2 übrig. Teile ich sie durch 5, bleiben 3 übrig. Und wenn ich sie durch 7 teile, ist der Rest 2. Wie viele kandierte Äpfel habe ich? Mike war ein helles Köpfchen und wusste die Antwort sofort. Du auch? Die Antwort lautet 23. Nancy und Mike waren erneut froh, dass sie Geld sparen konnten, um sich Snacks zu kaufen. Nancy wollte etwas Süßes für sich und ihren Bruder, also gingen sie zum Stand mit den Süßigkeiten. Es gab 3 Auswahlmöglichkeiten. Sie konnten entweder Zuckerwatte, eine Zuckerstange oder einen kandierten Apfel kaufen. Was sollten sie nehmen? Schau dir mal die Zuckerwatte genauer an. Darin klebt eine Spinne. Und hast du den kleinen Wurm im Apfel bemerkt? Nicht so lecker. Sie sollten also die Zuckerstange kaufen. Bevor sie den Süßigkeitenstand verließen, wollte Mike sich noch einen Kaugummi holen. Aber als er die Münze in den Kaugummiautomaten steckte, sah er etwas Seltsames. Siehst du es auch? Schau mal in den Automaten. Nicht alles, was da drin ist, ist Kaugummi. Das weiße Ovale sind Eier. Wie seltsam ist das denn? Nachdem sie die Süßigkeiten gekauft hatten, kamen sie zu einem Zelt. Auf dem Schild stand, treten Sie ein, wenn Sie echte Magie sehen wollen. Sie waren neugierig und gingen rein. Sie sahen 3 Zauberer. Der erste hielt Karten in seinen Händen und dann ließ er sie verschwinden. Der zweite hatte auch Karten, aber er ließ sie schweben. Und der dritte schob einen Stift durch eine Karte, aber die hatte danach kein Loch.
Nur einer der Männer konnte wirklich zaubern, die anderen führten nur Tricks vor. Erkennst du den wahren Zauberer? Schau dir den Ärmel des ersten Zauberers an. Da lugt eine Karte raus. Er hat sie nicht verschwinden lassen, sondern nur versteckt. Die Karten des zweiten Magiers hängen an einem transparenten Faden. Du erkennst ihn, wenn das Sonnenlicht drauf scheint. Der dritte Mann muss also der echte Zauberer sein. Mike war Fan von allem, was gruselig ist, also überredete er seine Schwester, mit ihm die Fahrt durch das Gespensterhaus zu machen. Als ihr Wagen durch den dunklen Tunnel fuhr, tauchten drei Monster auf. Ein Zombie, ein Geist und eine Mumie. Sie wussten nicht, dass eines von ihnen ein echtes Monster war. Erkennst du, welches echt ist? Schau dir den Zombie an. Sein Make-up verläuft, weil er ein Schauspieler ist. Bei der Mumie musst du nur auf die Beine achten. Siehst du die Haut unter der Binde durchblitzen? Auch das ist ein verkleideter Schauspieler. Das bedeutet, der Geist ist das echte Monster. Voll gruselig. Nancy gefiel die Geisterhausfahrt nicht. Sie wollte als nächstes eine entspannte Fahrt machen und entschied sich für das Karussell. Mike wollte aber lieber den Rummel weiter erkunden, also verabredeten sie sich für später. Als Nancy vor dem Karussell stand, sah sie, dass alle Pferde besetzt waren, bis auf drei. Doch nur eines davon ist sicher für die Karussellfahrt. Welches? Der Sattel des zweiten Pferdes ist kaputt. Es wäre nicht clever, sich da drauf zu setzen. Und das dritte Pferd schaukelt hin und her, obwohl sich das Karussell noch gar nicht dreht. Bei dem Pferd sind wohl ein paar Schrauben locker. Sie sollte sich auf das erste Pferd setzen. Das sieht sowieso viel niedlicher aus. Nancy vergnügte sich auf den Karussell und Mike beschloss, sich den Spiegelsaal anzusehen. Auf der Infotafel stand, dass immer nur eine Person reingelassen wird. Mike ging rein und lachte über die lustigen Spiegelbilder von sich, die diese seltsamen Spiegel zeigten. Aber dann schrie er vor Entsetzen. Warum? Sieh dir die Spiegelbilder genauer an. Eines davon zeigt nicht Mike. Er ist offensichtlich nicht der Einzige, der sich da aufhält, obwohl das Schild sagte, dass er es sein müsste. Mike geriet in Panik und rannte aus dem Spiegelsaal. Er stolperte über einen Stein und verstauchte sich den Knöchel. Er wollte zum Erste-Hilfe-Zelt, um sich etwas Eis geben zu lassen. Als er eintrat, sah er, dass die medizinische Angestellte panisch hin und her eilte. Sie war nicht in der Lage, ihm zu helfen, denn vor ihm standen drei schwangere Frauen, die behaupteten, sie würden gleich gebären. Mike bemerkte aber, dass eine von ihnen nur eine Schwangerschaft vortäuschte. Erkennst du wer? Frau Nummer 3 ist die Lügnerin. Schau mal auf das Ultraschallbild, das sie in der Hand hält. Da steht der Name der ersten Frau drauf. Sie wird es ihr weggenommen haben und tut so, als wäre sie schwanger. Warum auch? Ein Gefängniswärter hörte zufällig sehr verdächtige Gerüchte. Jemand plante, aus dem Gefängnis auszubrechen. Der Wärter sah sich die Aufnahmen der Überwachungskameras an und bemerkte, dass sich zwei Frauen verdächtig verhielten. Eine von ihnen war eine ehemalige Bodybuilderin, muskulös, blondes Haar und von oben bis unten tätowiert. Die andere war ruhig und zurückhaltend. Sie verbrachte ihre Zeit lieber alleine in ihrer Zelle und manchmal weinte sie auch. Nachdem er sich die Aufnahmen mehrmals angesehen hatte, wusste der Wärter, welche Frau ihren Ausbruch geplant hatte. Weißt du es auch? Es ist die zweite Gefangene. Da steckt eine Feile in ihrem Brötchen. Mit der kann sie die Metallgitter bearbeiten. Martin kommt in die Küche. Auf dem Tisch liegen drei Äpfel, aber nur einer ist genießbar. Die anderen beiden sind giftig. Martin will sein Frühstück nicht ausfallen lassen, aber welchen Apfel kann er essen? Schau mal, in diesem Apfel ist ein Wurm und das bedeutet, dass der kein Gift enthält, also kann er ihn essen.
Diese drei Frauen, Jessica, Maria und Olivia, sind einkaufen. Zwei von ihnen sind schwanger und eine versucht gerade, eine Wassermelone zu stehlen. Erkennst du, welche von ihnen die Wassermelone versteckt? Es ist Olivia. Sie trägt Absatzschuhe. Das ist nicht die Art von Schuhen, die schwangere Frauen tragen würden, oder? Nathan, ein erfolgreicher Unternehmer mit einem Multimillionengeschäft, und sein Freund Jakob, ein berühmter Privatdetektiv, kamen von einer längeren Auslandsreise zurück. Bevor sie in die Stadt fuhren, wollten sie bei Nathans Villa vorbeischauen. Aber als die Männer das Haus betraten, sahen sie, dass mehr oder weniger alles, was wertvoll war, geklaut wurde. Die ganze Villa war verwüstet. »Ich war nur einen Monat weg, was ist hier nur passiert?«, beschwerte sich Nathan. Jakob nahm sich einen Apfel aus der Obstschale und dachte nach. »Das Schloss ist nicht kaputt. Das bedeutet, dass die Person, die deine Sachen gestohlen hat, einen Schlüssel hatte.« Der Detektiv bat Nathan, drei Personen einzuladen. Mia, Nathans Nichte, erzählte Jakob, dass sie das Haus ihres Onkels nicht besucht hatte. Seit zwei Monaten war ihr Auto kaputt und die Villa war zu weit von der Stadt weg, um sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Sarah, das Hausmädchen, behauptete, sie sei vor ein paar Wochen vorbeigekommen, um Essen zu bringen und aufzuräumen. Aber seither sei sie nicht mehr in der Villa gewesen. Adam, der Gärtner, sagte dem Detektiv, er hätte Urlaub gemacht und sei eben erst zurückgekommen. Er wollte Jakob sogar sein Flugticket zeigen. Der Detektiv wusste sofort, wer hinter dem Diebstahl steckte. Du hast 8 Sekunden Zeit, um es herauszufinden. Es war das Dienstmädchen. Sie sagte, sie hätte das Essen schon vor einigen Wochen gebracht. Aber der Apfel, den Jakob vom Tisch nahm, war frisch. Einmal hörte Frau Taska jemanden weinen. Es war ihre Schülerin Annabelle. Das Mädchen erzählte der Lehrerin, dass ihre Kekse aus ihrem Spind verschwinden und das schon seit einigen Wochen, aber sie weiß nicht, wer es war. Frau Taska beschloss, dem Mädchen zu helfen. Sie statteten den Spind mit einer einfachen Alarmanlage aus, die losgeht, wenn jemand, der nicht Annabelle ist, die Tür öffnet. Sie versteckten sich hinter der Ecke und warteten. Nach 10 Minuten hörten sie den Alarm. Als sie zum Spind kamen, war er bereits leer und niemand war in der Nähe. Doch Frau Taska bemerkte, dass jemand im Kunstraum verschwand. Sie eilte hinterher. Alles sah normal aus. Trotzdem brauchte die Lehrerin nicht mehr als eine Minute, um zu wissen, wer Annabels Kekse gegessen hatte. Schau dich im Kunstraum um. Findest du innerhalb von 8 Sekunden den Keksdieb? Es ist die Schülerin auf der linken Seite. Ihr Bild ist schwarz-weiß, aber auf ihrer Farbpalette sind nur verschiedene Blautöne. Vielleicht will sie Kekskrümel in ihr Bild einarbeiten, kann ja sein. Ein Parfümhersteller plant, neue Mitarbeiter einzustellen. Aber sie müssen dem Unternehmen einen Treueeid schwören, wenn sie den Job haben wollen. 10 Leute sagen den Firmeneid gleichzeitig auf. Aber einige nehmen das nicht so ernst. Hilft der Direktorin herauszufinden, wer diese Leute sind. Dieser Mann kreuzt seine Finger. Und der Mann links steht mit gekreuzten Beinen da. Sie werden dem Unternehmen wohl nicht treu sein. Die Direktorin sollte sie nicht einstellen. 2 einflussreiche Medienmogule essen in einem teuren Restaurant zu Mittag. Sie diskutieren über die Fusion ihrer Unternehmen. Die Summe der Transaktion beläuft sich auf mehrere Milliarden Euro. Sie flüstern, denn die Bedingungen dieses Deals sind ziemlich brisant. Sie vermuten, dass sie belauscht werden. Und sie haben recht. Einige neugierige Leute belauschen ihr Gespräch tatsächlich. Finde heraus, wer. Die junge Frau am Nebentisch liest ein Magazin, aber sie hält es verkehrt herum. Sie versucht offensichtlich mitzubekommen, worüber die Milliardäre reden. Der Typ da drüben hört Musik, aber sein Kopfhörerkabel steckt nirgendwo drin. Die Frau dort am Tisch in der Ecke trinkt einen Cocktail, aber statt eines Schirmchens steckt im Glas ein Aufnahmegerät. Sie versucht, das Gespräch aufzuzeichnen. Wo sind meine Mitarbeiter?
schreit der Chef. Er ist wütend, weil drei Leute nicht ins Büro gekommen sind. Er ruft jeden an, um den Grund dafür zu erfahren. Alle drei sagen, dass sie krank geworden sind. Der Chef glaubt ihnen aber nicht und lässt alle ins Büro kommen. Maria hat eine dicke Jacke an, trägt eine Mütze und einen Schal. Sie niest und hustet und hat eine Erkältung. Gloria geht an Krücken, ihr Bein ist eingegipst. Dann kommt Michael. Er hat sich am Arm verletzt und kann nicht tippen. Der Chef ist sich sicher, dass einer von ihnen simuliert. Aber wer? Mikes linker Arm ist verletzt, okay, aber sein Telefon steckt in seiner linken Tasche. Hat er es etwa mit seinem verletzten Arm dorthin gesteckt? Offenbar wollte er einfach ein paar Tage freimachen. Schließlich findet Anna drei Büsche mit Beeren. Alle sehen lecker aus, aber nur eine Beerensorte kann man essen. Könnt ihr Anna bei der Entscheidung helfen? Sie sollte auf die Affen achten. Diese halten sich vom ersten Busch fern, weil er eine Mutantenpflanze ist. Seht ihr? Sie hat Zähne und verströmt giftige Gase. Die Affen fressen jedoch die Beeren vom zweiten und dritten Busch. Unter dem dritten Busch versteckt sich aber eine Kobra. Deshalb ist der zweite Busch der sicherste. Anna hat sich bei ihrem Spaziergang einen Sonnenbrand geholt. Mit welchem Gegenstand aus der Hütte kann sie sich abkühlen? Aluminiumfolie, Trinkwasser aus der Farbdose oder dem Schwamm voller Meerwasser? Der Schwamm mit Salzwasser ist für Annas gereizte Haut nicht gut. Und das Trinkwasser ist zu wertvoll, um es zum Baden zu benutzen. Metallfolie ist jedoch gut geeignet, um einen Unterschlupf abzukühlen. Anna kann das Dach und die Hüttenwände damit bedecken und so einen Teil der Hitze der Sonne reflektieren. Am nächsten Tag setzt Anna ihre Erkundung der Insel fort und findet ein verlassenes Dorf. Sie findet auch ein Auto, bei dem der Schlüssel steckt. Das Auto steht vor der lokalen Bibliothek. Aber bevor Anna etwas damit tun kann, bricht in Nähe ein Vulkan aus. Sie sieht keine Anzeichen für glühende Lava, aber eine riesige schwarze Rauchwolke kommt auf sie zu. In einer Minute wird sie Anna erreicht haben. Was sollte sie tun? Erstens in den Keller der Bibliothek gehen, der voller Vampirfledermäuse ist. Zweitens auf das Dach klettern und sich dort verstecken. Oder versuchen, mit dem Auto wegzufahren. Vulkanstaub ist sehr heiß und bewegt sich schnell. Anna kann nicht vor den Wolken wegfahren und sich auch nicht auf dem Dach verstecken. Die sicherste Option ist es also, sich mit den gruseligen Fledermäusen im Keller einzuschließen. Im Keller entdeckt Anna eine große Wanduhr. Es passierte, als beide Zeiger genau zwischen 1 und 2 standen. Außerdem lagen die Zeiger direkt übereinander. Könnt ihr erraten, wie spät es war? Uhr. Sowohl der Minuten- als auch der Stundenzeiger lagen zwischen der 1 und der 2 der Nummer 12. Anna schaut sich um und findet einen Geheimtunnel. Sie betritt ihn und fällt in einen unterirdischen Fluss, der sie zu einem großen Wasserfall und schließlich zu einem größeren Fluss trägt. Sie ist von hohen steinigen Höhlenwänden umgeben. Sie versucht wegzuschwimmen, aber der Sog des Wasserfalls verursacht eine Strömung, die sie rückwärts zieht. Anna muss schnell handeln. Was schlagt ihr vor? Weiter versuchen wegzuschwimmen, zur Seite zu schwimmen und versuchen die Wände hochzuklettern oder zu tauchen und so aus dem Sog des Wasserfalls zu entkommen. Weiter zu schwimmen ist keine Option. Die Strömung würde Anna sowieso rückwärts ziehen. Die Wahrscheinlichkeit, gegen die Kraft des Wassers anzukommen, ist sehr gering. Aber wenn Anna so tief wie möglich taucht, wo die Strömung nicht so stark ist, hat sie die Chance zu entkommen. Sobald Anna im Freien ist, trifft sie auf eine böse Hexe. Diese bietet ihr einen Deal an. Du musst durch einen dieser Tunnel laufen, rot, blau oder gelb.
Zwei führen in ein schwarzes Loch, aber einer führt in dein Hotelzimmer. Hör genau hin! Wähle rot und du wirst nicht verschwinden. Zu sagen, dass blau nicht unähnlich ist, wäre eine Lüge. Der gelbe hat nicht weniger mit rot gemeinsam als mit blau. Könnt ihr Anna helfen, den richtigen Tunnel zu wählen? Die Hexe meinte, dass der rote Tunnel Anna nicht verschwinden lässt, was bedeutet, dass sie verschwinden wird. Deshalb können wir den roten ausschließen. Und der gelbe hat nicht weniger mit rot gemeinsam als mit blau, was bedeutet, dass gelb mehr mit rot gemeinsam hat. Daher können wir den gelben auch ausschließen. Anna sollte den blauen Tunnel wählen. Der Mann verschloss die Tür jeden Abend sorgfältig. Aber eines Tages wurde eine goldene Brosche in der Mitte seines Lagerraums gefunden. Sie war am Tag zuvor aus einem Museum gestohlen worden. Die Polizei verdächtigte Steven als den Dieb, denn niemand sonst hatte den Schlüssel zum Lagerraum und der Mann lebte allein. Steven wusste mit Sicherheit, dass er unschuldig war. Aber wie kam die Brosche dann in den Raum? Steven wurde offensichtlich reingelegt. Während er im Lagerraum war, hat der echte Verbrecher das Vorhängeschloss gewechselt. Steven brauchte den Schlüssel nicht, um es zu verschließen. Deshalb bemerkte er nicht, dass das Vorhängeschloss ausgetauscht worden war. Später öffnete der Dieb das Schloss mit seinem eigenen Schlüssel und ließ die Brosche im Raum. Oh nein, hier ist etwas fürchterlich schiefgelaufen. Können Sie diesen Fall lösen und herausfinden, welches Lebensmittel giftig ist? Wenn Sie mich fragen, sehen all diese Gerichte fragwürdig aus. Ich meine, schau sie dir an. Spinnen, seltsame grüne Dämpfe, Kakerlaken. Aber das Gericht, das die Lebensmittelvergiftung verursacht hat, sind tatsächlich diese Pommes frites. Siehst du diese Fliegen um den Teller herum? Sie scheinen nicht lebendig zu sein. Diese grüne Sauce auf den Pommes muss das Gift sein. Jetzt habe ich eine knifflige Frage für Sie. Wann sind 1 Jidut Harten 93 und 2 Tum 45 kleiner als 491? Wenn es Jahre vor Christus sind. Detektiv Michael Brown verschwand während der Untersuchung eines kniffligen Falls. Sein Freund, Detektiv Williams, fand heraus, dass einer ihrer Kollegen hinter seinem Verschwinden steckte. Williams besuchte Browns Zuhause und die Frau seines Freundes gab ihm einen Zettel. Michael hat mir gesagt, ich soll ihn dir geben, wenn ihm etwas passiert. In der Notiz standen 4 Zahlen. 2, 8, 6, 7. Williams begann, seine Kollegen zu befragen. Ich war bei meinen Eltern zu Besuch, sagte Tess. Jack sagte, ich habe Brown seit einigen Tagen nicht mehr gesehen. Und Nora antwortete, ich bin nur ein Praktikant. Detektiv Brown hat mir eine Aufgabe gegeben und ich war damit beschäftigt. Williams dachte eine Weile nach, sah sich die Notiz noch einmal an und verstand, wer schuldig war. Hast du es auch herausgefunden? Es war Tess. 2, 8, 6, 7. Die ersten Buchstaben dieser Zahlen ergeben ihren Namen. Ein Schatzsucher verirrte sich in einem Wald, aber nachdem er eine Weile gelaufen war, bemerkte er eine Kreuzung mit einem großen Stein in der Mitte. Süden, Norden. Auf diesem Stein befand sich eine Notiz, die 4+05 lautete. Der Mann erkannte, dass das Schild die Richtung zum Schatz anzeigte, aber es war in einer kniffligen Ziffer geschrieben.
Können Sie dem Schatzsucher helfen, den Code zu entschlüsseln? Der Mann sollte den Zettel umdrehen. Dann wird dort Süden stehen. Dort ist der Schatz. Als Elizabeth 2 Jahre alt war, war ihre Schwester doppelt so alt. Jetzt ist Elizabeth 18. Wie alt ist ihre Schwester? Ihre Schwester ist jetzt 20. Lasst uns ein wenig Spaß mit einigen ungewöhnlichen Rätseln haben. Wer ist größer? Herr Bigger, Frau Bigger oder Ihre Babytochter? Ihre Tochter, weil sie ein bisschen größer ist. Ordentlich, oder? Warum fliegen Vögel im Winter in den Süden? Fliegen ist viel besser als laufen. Was bekommen Sie, wenn Sie ein Radio und einen Kühlschrank kreuzen? Einige ernsthaft coole Musik. Warum sieht ein Mathebuch so unglücklich aus? Ihre Probleme werden selten gelöst. Was ist der einfachste Weg, Ihr Geld zu verdoppeln? Der einzige einfache Weg, dies zu tun, besteht darin, dein Geld vor einen Spiegel zu legen. Lassen Sie uns auf eine ernstere Detektivspur zurückkommen. Kevin wachte in einem Krankenhaus auf. Er konnte sich nur an seinen Namen erinnern und sonst an nichts. Ein Arzt kam, um nach dem Mann zu sehen. Emma kam am Montag ins Büro und musste mit Entsetzen feststellen, dass jemand einen wichtigen Bericht von ihrem Computer gelöscht hatte. Sie wusste, dass es in der Firma 3 Leute gab, die sich freuen würden, wenn sie gefeuert werden würde. Emma liest gerne Krimis. Früher wollte sie sogar Privatdetektivin werden. Deshalb befragte sie auch gleich 3 Verdächtige. Laura, Emmas Kollegin, sagte: "Ich bin eben erst gekommen. Puh, das Wetter ist furchtbar. Ein richtiger Wolkenbruch. Warum fragst du mich?" Thomas, der Buchhalter, sagte: "Ich war Kaffee holen und bin eben erst zurückgekommen." Und Elisa, die neue Kollegin, sagte: "Ich hatte ein Treffen mit einem Kunden im Café. Ich bin eben erst ins Büro gekommen." Wer könnte etwas mit dem Verschwinden von Emmas Bericht zu tun haben? Elisa, achte auf ihre Schuhe. Die Schuhe von Thomas und Laura sind nass vom Regen, aber Elisas High Heels sind total trocken. Sie muss gelogen haben, als sie sagte, sie habe sich mit einem Kunden im Café getroffen. Emma fand das auch seltsam. Um ihren Verdacht zu bestätigen, beschloss sie, Elisa zu beobachten. Aber am nächsten Tag war die junge Frau verschwunden, zusammen mit einigen sehr wichtigen Dokumenten. Emmas Chef bat sie, ihm bei der Wiederbeschaffung der Dokumente zu helfen. Er wollte noch nicht die Polizei informieren. Emma war glücklich. Endlich konnte sie sich ihren Traum erfüllen und Detektivin sein. Elisas Computer war mit einem Passwort geschützt. Nach 1 Stunde erfolgloser Versuche fand Emma einen Zettel auf dem Boden unter dem Schreibtisch. Sie hob ihn auf.
Ich bestehe aus zwei Wörtern, die miteinander verbunden sind. Ich bin ein Gericht. Meine erste Hälfte ist ein berühmtes Genre. Meine zweite ist ein Korn. Was bin ich? Die Antwort auf dieses Rätsel könnte das Passwort sein. Aber wie lautet es? Popcorn. Emma startete den Computer und dann entdeckte sie eine Karte mit einigen Koordinaten. Zeit zum Handeln. Die Koordinaten führten sie zu einem modernen Gebäude, in dem ein Fitnessstudio war. Sie trat ein und fragte die Empfangsdame nach Elisa. Doch die Frau weigerte sich, ihr Auskunft zu geben, außer sie würde eine Gästekarte kaufen. Drinnen angekommen, beschloss Emma, das Studio abzusuchen. Irgendwann betrat sie die Damenduschen. Sie merkte sofort, dass da etwas nicht stimmte. Aber was genau? Siehst du den Mann, der durch das Fenster schaut? Wer ist das und was macht er da? Emma wollte gerade den Duschraum verlassen, als es dunkel wurde. Als sie etwas später wieder aufwachte, befand sie sich in einem kleinen Raum ohne Fenster. Es gab nur eine Tür mit einem Zahlenschloss dran. In ihrer Hand hielt sie einen Zettel. Wie heißen die Nagetiere, die dir Angst machen, auf Englisch? Aber du musst rückwärts denken, dann kannst du es nachts sehen, aber nicht anfassen. Wie lautet das Passwort? Die Nagetiere, auf die die Notiz hinaus will, sind Ratten, also Rats, und rückwärts gelesen ist es der Star. Sie öffnete die Tür und verließ den Raum. Aber dann blieb sie abrupt stehen, denn sie sah einen großen Sessel, in dem ein Mann saß. Es war der Mann vom Duschraum im Fitnessstudio. Da bist du ja, rief er fröhlich. Ich gebe zu, dass ich anfangs nur deinen Chef zur Strecke bringen wollte, aber ich habe meine Meinung geändert. Ich will jetzt spielen. Wenn du alle meine Rätsel knackst, gebe ich dir die Dokumente und lass dich gehen. Emma blieb nichts anderes übrig, als zuzustimmen. Der Mann sagte, schau mal, ich habe einen Raum gefüllt mit Gold, aber einmal schlichen sich drei Diebe rein, doch nur zwei von ihnen gingen wieder raus. Nachdem sie weg waren, war der Raum leer. Aber wo war der dritte Dieb geblieben? Der dritte Dieb saß im Rollstuhl. Er ging nicht, sondern rollte aus dem Raum. Gut gemacht, sagte der Mann und drückte einen Knopf auf der Armlehne seines Sessels. Emma schrie, als sie spürte, wie sich unter ihr ein Loch öffnete. Im Keller war es stockdunkel. Dann gingen Fackeln an der Wand an. Emma sah drei Türen. Hinter der ersten Tür befand sich ein dichter Dschungel, voll mit gefährlichen Kreaturen. Hinter der zweiten Tür befand sich ein riesiger, feuerspeiender Dinosaurier, dessen Atem sich durch jedes Material brennen konnte. Und hinter der dritten Tür war ein See, der mit Eiswasser gefüllt war. Das Wasser war so kalt, dass es alles innerhalb von Sekunden einfror. Welche Tür sollte Emma wählen? Sie sollte durch die zweite Tür verschwinden. Selbst wenn es noch Dinos geben würde, könnten sie kein Feuer speien. Das war die richtige Entscheidung, denn der Dino war nur eine Statue. Aber es gab nur eine Tür, die aus diesem Raum hinausführte, und die war verschlossen. Ach, Emma wurde langsam ungeduldig. Zum Glück gab es einen Zettel mit einem Hinweis. Darauf waren vier Zeichnungen abgebildet. Eine Banane, eine Sonnenblume, ein Regenbogen und ein Apfel. Emma dachte eine Weile nach und tippte dann vier Zahlen ein. Der Code war richtig und die Tür ging auf. Welche Zahlen hat die Frau eingegeben? Ja. 1371. Jede Nummer steht für die Anzahl der Farben der Objekte auf dem Bild. Emma kam in einen langen Korridor. Nach einer Weile sah sie, dass sich der Korridor in drei Gänge aufteilte. Sie waren beschriftet. West, Ost, Süd. Sie sah auch diese Inschrift an der Wand. Welchen Korridor sollte sie wählen? Emma neigte ihren Kopf und sah sich die Inschrift auf dem Kopf stehend an. Da stand jetzt South. Nach Süden sollte sie also gehen.